Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grill, feines Grill Barbecue. Heute gucken wir mal, wo wir so ein Stück Fleisch vom Metzger und ein Steak schneiden können. Und wie das geht und ob das klappt, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Normalerweise kennt ihr, bestelle ich mein Fleisch bei meiner eigenen Company. Also da bin ich ja mit Marco zusammen, haben wir das Ding gegründet und da ist ja meine Firma irgendwie, also zu 50% jedenfalls, bei beefbandits.de. Da könnt ihr auch bestellen und mit dem Code Klaus10 auch was sparen. Aber trotzdem, ich nach wie vor zum Metzger. Das solltet ihr auch trotzdem tun. Und manchmal laufe ich beim Metzger vorbei und dann sehe ich sowas hier. So, und dann denke ich schon, guck dir die Marmorierung hier vorne an. Denke, das könnt ihr bei Beef Bandits im Regal liegen. Nur so ein Einzelstück und Einzelstücke zuschneiden und die bei uns verkaufen, macht keinen Sinn. Sondern die Frage ist, worum handelt sich das dabei? Das konnte mir die Dame am Metzgerstresen ja nicht beantworten. Ja, die sagte, es ist irgendwas vom Rind. So, und dann dachte ich, irgendwas vom Rind, an irgendwas erinnert mich das. Und mich hat das erinnert an den Schulterscherz. Und wenn ich nicht falsch in der Anlage, in der Annahme bin, dann ist das auch eins. Und was dafür spricht, ist, dass man hier so eine Mittelsehne drin hat. Und wenn man so einen Schulterscherzel hat, ist das ein schönes Schmorstück. Die Amerikaner hingegen, die sind schlau, die schneiden nämlich aus den Dingern Flat Iron Steaks. Die sind super lecker, vergleichbar ähnlich mit dem Flanksteak. Sehr aromatisch, mit ein bisschen Biss noch drin, aber relativ cool. Nur müssen die dazu die Sehne rausmachen. Das ist ein bisschen ihr Friemel und ich versuche heute mal, obwohl ich kein Metzger bin, aber so ein bisschen schneiden kann ich hin und wieder doch, versuchen, was auch für die Metzger schon die große Aufgabe ist, hier raus Flat Iron Steaks zu schneiden. Und die Frage ist natürlich dabei, habe ich das richtige Stück erwischt? Also hat mein Auge mich nicht getäuscht und B, bin ich handwerklich dazu in der Lage? Das ist die große Frage. Dann habe ich dazu zum Grillen ein bisschen Grillpfeffer, Magic Spice, könnte man nehmen, machen wir heute aber nicht, sondern ein bisschen Öl brauchen wir noch und wie immer, wenn wir grillen, mindestens ein scharfes Messer und ein Brett. Also ich würde sagen, aus strategischen Erwägungen würde ich hier vorne mal anfangen, hier vorne, wo die Sehne rauskommt und dann versuchen wir uns an der Sehne lang zu arbeiten, siehst du, da ist sie und ruhig so zentimeterweise, guck mal, da bin ich ein bisschen, da habe ich ein bisschen reingeschnitten. An die vorne vor und so arbeiten wir uns hier an der Sehne lang quer durchs Fleisch. Also wie gesagt, jeder gute Metzger kann das sicherlich besser als ich das hier kann, aber die geht ja darum, um das rauszukriegen, ob ihr das auch könnt, weil wenn ich das kann, stehen bei euch die Chancen ja nicht so schlecht, dass ihr das auch hin könnt. Also wenn man Berufserfahrung hat im Handwerk, ist das natürlich eine völlig andere Nummer, anstatt jetzt hier so sich an dieser Sehne zu vergreifen. Aber die muss halt raus. Wo ist sie hin? Geht sie da weg? Wo taucht die ab? Guck mal, die ist da schon. Die fängt da schon an aufzuhören. Wir schneiden mal weiter. Ob da noch was kommt. Oder ob es jetzt schon war. Für mich sieht es aus, als ob es jetzt schon war. Dann machen wir das ganz voll. Mit etwas größerem Messer. Ja, guck mal. Und machen hier einfach flach einen Schnitt durch. Ärgerlich bei sowas ist natürlich, du hast keinen zweiten Versuch. Ach guck mal, da taucht wieder einen auf. War doch noch ein Stück Sehne drin. Also das Ding würde ich schon mal sagen, das sieht aus wie ein Flat Iron Steak. Wo kommt die denn hier? Guck mal das. Ne, da kommt auch noch was vor. Also stechen wir mal hier ein. Schneiden das nach vorne. Jetzt heben wir das hier an und lassen unser Messer da dran gleiten. Da kommt der Sehne. Ist die so doof abgetaucht? Guck mal. Da ist er. Da ist sie wieder. Die ist hier vorne irgendwo runter und ich habe sie tatsächlich nie gefunden. Das heißt natürlich, wir haben jetzt hier oben, was mir jetzt passiert ist, natürlich einen gewissen Verschnitt. Das heißt aber auch, die ist außen breiter, oder? Ja, irgendwie so, wa? Nehmen wir mal hier drin. Hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht so viel Fleisch wegmachen. Jetzt haben wir hier ein bisschen Restfleisch dran. Da kriegen wir hier runter. Das kriegen nachher die Katzen. Also wenn man das sorgfältig macht, spart man sich natürlich ein und haben schon mal schöne Stücke Sehne da raus. Hier ist noch ein Stück. Na, kriegen wir hin. Ich mal ja nicht so viel, wa? Ein bisschen. Hier schon wieder das Pure, das Schiere.
So, das Stück pariere ich jetzt nochmal einfach händisch kurz raus. Also hier haben wir noch ein verwertbares Stück. Das ist im Prinzip weitestgehend Abfall. Jetzt haben wir die hier da und ich würde jetzt nochmal einfach mal hier so diese Randwurzel würde ich begradieren. Da können wir ins Hackfleisch schmeißen, das tut nicht groß weh. Hier vorne noch immer weg. Und drüben, das sieht vernünftig aus. Sonst den hier an, da siehst du hier ein bisschen. Ha! Nervöse Finger gehabt. Das Stück hier unten ist ab ins Hackfleisch. Und hier wollen wir so eine kleine Spitze. Können wir auch wegmachen. Jetzt gucken wir uns die an. Haben wir zwei schöne Flat Iron Steaks. Direkt vor uns. Marmorierung ist da hier schön. Auf der Rückseite sieht die ja nicht so toll aus, ne? Die siehst du sie kaum. Mhm. Und damit sind die Burschen Grill fertig. Jetzt öle ich die immer ganz ein bisschen ein. Einfach nur so, dass wir beim Grill daher ein bisschen besser hin und her flutschen. So, und dann sollte das was werden. Wollen wir schon mal gucken, können wir unseren Finger hindrücken, kommt die Delle wieder raus? Ja, die kommt noch ein bisschen raus. Also, vom Reifegrad hätte ich es tatsächlich noch eine Woche im Kühlschrank lassen können. Aber wir sagen, wir probieren das mal. So, mein Bräuli habe ich jetzt auf kleiner Stufe vorgeheizt, weil, naja, der hat ordentlich Schub. Dann gehen wir jetzt unsere Steaks einfach flach ruf. Und ihr seht, die sind ja so dünn. Also die jetzt noch nachziehen lassen, wäre Quatsch. Sondern wir gucken, dass die außen jetzt eine schöne Röstung haben. Und wenn die außen geröstet sind, dann sollten die auch innen perfekt sein. Wo der Rost jetzt abkühlt, kann man ruhig ein bisschen wieder die Temperatur hochdrehen. Und dann nehmen wir sie. Packen die irgendwo drauf. Und ich würde sagen, es sieht schon ein Stückchen nach Steak aus. Dann drehen wir nochmal um. Ich mag so große Steaks, also nicht so ein kleines Furzelchen, sondern hier richtig was mit Fleisch. So, machen wir mal eine Drehung. Hey. Okay. Nein, Quatsch, wir müssen das so. Warte. So wäre doof, wir müssen so lang drehen. Oder? Ja, so lang drehen. So, ich habe ja gerade die Kerntemperatur, ist gerade mal knapp unter 15 Grad, also ihr könnt mal ein bisschen mehr schubsen. Aber also, die Steakhose taugt nicht aus. Gut war. Schön. Wenn ich so hochnehme, ja, 10 Sekunden können wir noch. Die sehen gut aus, die können runter. Guck mal, die saften jetzt schon wie sauer. Wir lassen sie jetzt ein bisschen ruhen und dann werden wir feststellen, ob das wirklich ein Flat Iron Steak war oder nur so aussah. Schmeckt man das, ob es eins ist oder nicht? Ja, du merkst es vom Biss auf jeden Fall. Also kann sicherlich sein, dass das noch ein bisschen mehr Biss hat als normal Flat Iron Steak. Weil ich kenne die Rasse nicht, ich weiß nicht, ob das eine schöne Fleischrasse war, wobei die Marmorierung schon gut aussah, also sie sah nach einer schönen Ferse aus. Aber wie gesagt, sagt doch nicht über die Rasse aus, also ob die Rasse, keine Ahnung, wo sich das da handelt. Deshalb ist sowas immer besser, wenn du weißt, wo kommt das her, also was ist das für eine Rasse? Ist es eine Ferse oder ein Jungbulle und ist es der richtige Schnitt? Also das ist jetzt hier so ein bisschen ein Risiko, was man spielt, was ich mir durchaus erlaube, das auch mal zu spielen, weil ich jetzt in grenzenloser männlicher Selbstüberschätzung meine, ich habe die Ahnung, dass das was war. Vielleicht ist es auch nichts, vielleicht war es ein Stück verunglückte Roulade. Wir werden es sehen. Wir schneiden mal beide Teile auf. Gucken wir, das sieht vernünftig aus. Das war zwei schöne Tranchen, aber jetzt bei dem hier auch nochmal. Sieht auch sehr gut aus. Fühlt sich auch gut an. Guck mal, hier auch der Anschnitt ist schön. Ich habe jetzt hier schon mal auf dem Brett ein bisschen von dem, ob die jetzt, wenn der Sauerstoff reinkommt, wie das nachfärbt. Ein bisschen Grillpfeffer, das ditcht schon mal ein bisschen ein. Wenn ihr den Grillpfeffer nicht habt, könnt ihr euch den Kofo dann nachmischen. Ihr wisst Bescheid, Support ist kein Mord. Und, wie sagen die Fleischermeister immer, richtig, Rinne in die hohle Birne, also auf euch. Also, das ist steakig mit einem gewissen Biss. Also, ich würde ihn tatsächlich noch ein bisschen reifen lassen. Also, der Dicke ist noch viel besser. Ein dünnes Stückchen, das wir runtergeschnitten haben, ist okay. Hm. Warum ist der Dicke besser? Weil das, das ist wieder so, hat diese Orangentextur. Pass auf. Irgendwie ein Wasserfall, was da rauskommt. Also, Sieht man auch hier drauf, ja. Also wirklich irre. Sehr gut, super zart. Das Stück super zart. Der hat noch ein bisschen Biss.
So, was lernen wir daraus? Gar nichts. Doch. Also, einfach mal, wenn du beim Metzger bist, immer die Augen und Ohren offen halten, weil da so rumliegt. Mit etwas Glück für dich und etwas Pech für die Metzgerei hast du einen besseren Blick für Fleisch als die. Und kannst die Wertschöpfung, die sonst der Metzger macht, einfach bei dir mit drei Schnitten zu Hause selber machen. Weil ich darf euch ja nicht verraten, was dieses Stückchen Fleisch hier gekostet hat. Doppelt lag unter Hackfleischpreis. So kann es manchmal gehen. Ja, also haltet Augen und Ohren offen, wenn ihr euch die Schnipsel und die Schnüttel und dieses Glücksspiel zu viel ist, dann schaut bei Beef Bandits vorbei. Ansonsten besucht mal eure Metzger, redet mit denen, guckt euch das an. Wenn ihr selber Metzger seid und ihr habt einen Schulterschärtel, dann ist mein Tipp an euch, macht Flat Iron Steaks draus, könnt ein paar Euro mehr für mitnehmen und euer Handwerk besser finanzieren. Das ist wichtig, die Kunden werden auch dankbar sein, wenn ihr was Schönes habt. Und so haben wir am Ende alle was davon. Was ihr lieben Zuschauer jetzt da draus machen könnt, ist einen Daumen nach oben da lassen, wohlwollenden Kommentar oder auch ein Abo. Mir läuft Wasser im Mund zusammen, während ich hier davor stehe. Und ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus Grill, feines Grill, Barbecue. Macht's gut. Jetzt, ich mache hier das dicke Stück nochmal immer. Ich glaube, das an der Oberseite lag. Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.